So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ihr habt es schon im Titel und im Thumbnail mal wieder gesehen. 100k Snipe mal wieder gemacht. Ihr wisst ja, mit Kante habe ich ihn ja für 47.000 gesniped. War ungefähr ein Gewinn von, ich glaube, 350.000 am Ende, 340.000 nach Steuern. Brauchte ich wieder mal einen Spieler für mein Main-Team, dachte ich mir gestern Abend. Ich war den ganzen Tag unterwegs, ich kam gegen 7:30 abends nach Hause. Dann habe ich irgendwann die Zeit gefunden, am Abend gegen 8:30, komm, Paints. Snipe jetzt ein bisschen, dachte ich mir. Ich brauche ja noch mein Main-Team. Ich brauche ja noch Son, Eden Hazard. Und hier seht ihr auch schon im Team, Eden Hazard ist am Start. Bevor wir aber dazu kommen, wir starten jetzt gleich sofort rein, dass ihr wisst, um was es heute geht. Heute werde ich wieder ja die Zeit haben. Gestern hatte ich ja nicht so die Zeit, habe ungefähr nur 5 Sniping-Filter gepostet. Heute werde ich wieder auf Instagram und Twitter Sniping-Filter posten. Also bleibt da hingegen auf Twitter und Instagram auf jeden Fall aktiv. Sobald dieses Video wie immer 150 Likes habt. Und wenn ihr neu seid, lasst ja gerne ein Abo da, Jungs. Uns fehlen noch 50 Abos. Dann haben wir die 13.000 Abonnenten erreicht. Würde mich sehr freuen. Vielleicht schaffen wir heute noch die 13.000 voll zu machen. Und dann geht's jetzt los mit dem Video. Wie eben schon erwähnt, Hazard, Jungs, kostet derzeit, kann ich euch jetzt einmal einblenden, Footbin-Preis ca. 430.000. Die meisten Leute in die Kommentare schreiben werden, wie war denn dein Filter-Paints? Als ich ihn snipen wollte, war er glatt 430.000 wert. Aber ich wollte ja 15.000 runtergehen circa. Ich bin aber nicht komplett, ich bin so runtergegangen, 417. Dachte mir, okay, wenn er reinkommt, nehme ich ihn mir auf jeden Fall mit. Und habe ihn so gesucht. Und ich glaube, höchstens 10 Minuten, mehr wirklich nicht. Aber auf jeden Fall mehr als 5 Minuten, es war jetzt nicht 2-3 Minuten. Aber so circa 7-8 Minuten und dann kam Hazard rein. Für was für einen Preis, fragt ihr euch jetzt. Und ja, er kam für 330.000 rein, also glatt. 100.000 billiger. Haben wir ihn uns gesniped. Was mich aber jetzt persönlich noch ja, abgefuckt hat danach, wie ihr mein Glück kennt. Ich hatte die OBS-Aufnahme am Laufen mit der Live-Reaktion, weil ich dachte, komm, wenn ich einen heftigen Snipe mache, damit ich es auch diesmal so als Beweis zeigen kann. Nach circa nach 5 Minuten dann irgendwann die Aufnahme gestoppt, weil ich nebenbei Musik hören wollte und dann passt es ja nicht, wenn noch die Aufnahme nebenbei läuft. Deswegen habe ich dann ja die Aufnahme gestoppt, dachte, okay, es kommt sowieso keiner rein. Hab im Hintergrund auf entspannt Musik gehört und dann circa 5 Minuten später kam er für 330.000 rein. Ja, ich muss noch Son für mein Team holen. Also wenn ich mir zum Beispiel einen Son heute snipe, werde ich das auf jeden Fall ganz Zeit die Aufnahme laufen lassen. Sollte sowas wieder passieren. Die Chance, dass sowas passiert, ist gar nicht so niedrig, Jungs. Gestern wollte ich mir Son snipen, auch danach. Und Son kostet, glaube ich, 570.000, wenn ich mich nicht täusche. Können wir mal nachschauen. Ja, 570.000 kostet Heung-Min Son. Und ich wollte erstmal nur nachschauen, wie viel er kostet, weil ich es nicht wusste. Ich schaue nach, mache so den Filter, 560. Dann, ja, die Suche ist auch weitergegangen. Und dann stand da 350.000, also über 200.000 billiger. Hätte ich ihn bekommen, was passiert, ich hatte zu dem Zeitpunkt, weil ich Hazard gesniped habe, oben links nur ca. 40.000, 50.000 Coins. Sonst hätten wir hier noch einen Snipe direkt 2-3 Minuten später mit Son gehabt, mit über 200.000 billiger. Und ja, seit dann will ich Son für mindestens 540.000 snipen, also 30.000 billiger. Ich saß gestern eine halbe Stunde circa dran, kam nichts rein, aber ich werde es nicht aufgeben. Heute Abend werde ich es auch wieder probieren, ab 19 Uhr, wenn dann wahrscheinlich die Ligen-SBC kommt von der weiteren Liga. Woher will ich das wissen, ist die Frage. Letzte Woche Mittwoch um 19 Uhr kam mir die Bundesliga-Ligen-SBC. Ich bin mir zu 99% sicher, dass heute die ja, nächste Liga dran ist. Dahingegen, nicht zu vergessen, Jungs, habe ich ja schon im letzten separaten Video erklärt. Kauft euch Spieler, Silberspieler von mir aus den Top-Ligen, La Liga, Liga, Bundesliga und Serie A. Eine der Mannschaften wird höchstwahrscheinlich heute drankommen. Ein bisschen was ein, dass ihr was im Verein habt. Vielleicht trifft ihr ja die richtige Liga und dann könnt ihr sehr gut auscatchen. Dann wollte ich mal gestern kurz auf die SBC eingehen, die gestern Abend kam. Hier einmal mit Hexenkessel. Kriegt den Jumbo Gold Pack, ist glaube ich umgerechnet sowas wie ein 5K-Pack. Allerheiligen war dann noch da. Hier hat man ein 25k-Pack bekommen. Und dann noch die beste SBC am Abend. Das hat mich auch gefreut, dass die gekommen ist. So eine Spuk-Choreo wollte man schon immer haben. Das perfekte Wappen. Einmal hier mit einer Ratte. Und einmal dann hier noch, das ist sehr, sehr geil, Mittelkreisplane. Ja, so ein Spuk-Plane. Auch sehr, sehr nice. Das Ganze könnt ihr abschließen. Ich weiß nicht, für 3.000, 4.000 Münzen nehmt ihr euch auf jeden Fall mit, Jungs. Habt ihr ein geilen Wappen. Habt ihr eine geile Choreo. Kann ich nur jedem empfehlen. So viel auf jeden Fall dazu zu den SBCs, die gestern rausgekommen sind. Lange wird das Video hier nicht mehr gehen, aber ich bin mit der Idee auch nur reingegangen, euch kurz ja mein Hazard-Snipe zu zeigen. Aber no joke, ist jetzt kein Trading-Tipp. Aber probiert es mal, wenn ihr eure Spieler für euren Team kauft, probiert immer so 10k runterzugehen und dann schaut mal, ob ihr auch so einen Snipe machen könnt. Und ganz wichtig, schreibt mir mal in die Kommentare, was war euer bester Snipe bis jetzt in diesem FIFA. Und dann gehen wir einmal rüber auf Twitter, weil da habe ich euch auch noch was zu zeigen. Extra für das Video vorbereitet habe ich gestern gepostet. Kommentiert mal mit eurem besten Snipe in FIFA 20. Ich fange an. Dann habe ich hier einmal meinen Kante-Snipe gezeigt. Und dann fangen wir direkt hier an. Einmal hier mit einem Markus. Wir werden jetzt auf ein paar Spieler eingehen, dass ihr seht, man kann wirklich heftige Snipes machen. Und ja, ich würde es euch auch eher an der Web-App raten, dass ihr dann diese Snipes macht. Einmal hier Ryan Giggs für 67.000, auch sehr stark. Hat er wahrscheinlich für 200.000, 300.000 verkaufen können. Dann einmal auch ein Kante für 17.000. Sogar besser als mein Kante-Snipe.
17.000, wer verkauft ein KT für 17.000? Da muss ja wirklich maximal Loss sein. Ihr kennt ja alle die Indexmethode. Und letztens wurde es bei ja, ihn hier angezeigt, den spreche ich mal lieber jetzt nicht aus. Er kostet 134.000, weil es wurde 33.000 bei Footbin angezeigt. Und ja, der liebe Bouncy hat ihn dann für 33.000, glaube ich, auch ja gesniped, weil Footbin es so angezeigt hat. Er hat ihn über 100.000 billiger gesniped oder glatt 100.000 billiger und hat ihn dann für 133.000 verkauft, also auch glatter 100.000 Snipe. Das hier ist auch sehr nice, Lacazette für 11.000 nimmt man auf jeden Fall auch mit. Was haben wir denn noch hier? Ein Trezeguet, 300.000 Gewinn hat er gemacht, 65.000 hat er ihn gesniped und für 383.000 verkauft, auch sehr, sehr stark. Ich werde die Tage auch mal auf einen Icon-Snipe gehen, Jungs. Vielleicht kriegen wir auch so einen Snipe hin, wo wir einen Icon für unter 100.000 uns snipen können. Dann nimmt man sich noch einen Sterling zum Abschluss für 16.000 mit. Und dann soll es auch schon vom Video gewesen sein. Heute wollte ich eigentlich gar kein Video bringen, aber ich dachte, komm, wenn ich diesen Snipe gemacht habe, kann ich es für heute zeigen. Schaltet morgen wieder ein, morgen kommt ein sehr, sehr geiles Video. Heute war es wirklich nur so ein extra Video, es war kein Video geplant. Aber dachte ich mir, komm, ich habe den Hazard-Snipe gemacht. Kann man kurz drauf eingehen, auch für die ETG, dass ihr euch nicht fragt, woher kommen die Coins. Jetzt haben wir nochmal 100.000 Coins mehr auf der Uhr. Durch den Hazard-Snipe nehmen wir auf jeden Fall mit. Denkt dran, heute Abend kommen wahrscheinlich die Ligen-SPCs. Dann bin ich raus für heute. Lasst sehr gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Kurzes, knappes Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis morgen und ciao.